denke ich, wenn ich mich richtig erinnere, der zweite, ja, Urlaubsvlog auf meinem Kanal. Es wird anders geil. Also, erstmal, ich hoffe, euch geht's gut. Also, ich bin echt aufgeregt, denn wir fahren heute Nacht so um 2:30 los. Und dann werden wir tatsächlich zum Flughafen fahren. Boah, und das wird so krank. Also, wir werden von... Also, wo ist überhaupt unser Ziel? Unser Ziel sind die Kapverdischen Inseln. Hier mal kurz ein Bild eingeblendet. Ja, und hier ist auch nochmal zu erwähnen, dass wir auf der Insel Boa Vista waren. Das habe ich im restlichen Video leider nicht gesagt. Und viel Spaß mit dem Video. Ja, wir werden einen Flug von München nach Lissabon und von dort dann zu den Kapverdischen Inseln. Oh mein Gott, das ist jetzt so krank, ne? Boah. Ja, also Freunde, boah, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Es ist so, dass wir jetzt gleich, also dass ich jetzt mit euch meine Sachen packe, aber meine persönlichen Sachen packe ich jetzt mit euch ein. Ich würde sagen, let's go! So Freunde, ich werde mit zwei Rucksäcken meine Sachen packen. So, in den Rucksack kommt mein Fußball rein. Jalla. Und auf den würde ich sagen, kommt noch mein Fußballtrikot. Hier, Fußballtrikot. Auch nochmal rein. Ladekabel ist drin. Geldbeutel auch noch rein. Was ich auch sehr gerne mitnehmen wollte, ist ein Tischtennisset. Was natürlich auch nicht fehlen darf, sind die AirPods. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist die PS4. Aha, dachtet ihr. Spaß. So, Freunde, wir haben gerade 3 Uhr. Ja, und jetzt geht's ins Auto und dann zum Flughafen. Mein Gott.
gewonnen. Jalla. Am fast. Hier ist jetzt 9 Uhr. Bei uns in Deutschland ist 10 Uhr. Hier gibt es einfach Palmen. Wie geil ist das? Ja. Und jetzt gehen wir in unser Zimmer. What the fuck? Einfach Kokosnüsse. Ey, die Häuser haben auch so einen richtig geilen Look. Schreibt mal für 1 bis 10 rein, wie geil ihr den Look von den Häusern findet. Yo. Also, Roomtour. Hier geht man rein, hat dann Waschbecken und Spiegel, aber das zeige ich jetzt nicht, wir werden nicht mein Gesicht liegen. Dann hier anders geil. Und eine Dusche. Jetzt schaut mal her, jetzt, wenn wir hier weitergehen, haben wir hier so ein Doppelschlafzimmer. Hier natürlich das Wichtigste, der Fernseher. Und hier auch noch ein Bett. Und hier draußen ist tatsächlich ein Balkon. Wirklich übel nice, so exotisch. So exotisch gemacht, richtig, richtig cool. So, und jetzt kommen wir zu meinem Zimmer, in dem ich schlafen werde. Das ist das hier. Bewertet gerne mal das Zimmer von 1 bis 10. Hey Freunde, hier gibt es ja Katzen. Die schläft einfach.
voll in der Abendstimmung. Oh, schön Live-Musik. Jetzt gibt es gleich auch was zu essen hier. Hier sind wir geschwommen, auch in dem Pool mit schönem Blick aufs Meer. Und ja, wir sind tatsächlich auch zum Meer runtergegangen. Ja, wir waren da vorne bei den anderen Liegen. Mega schön. Ihr seht vielleicht schon, wie groß die Wellen sind. So, Freunde, wir haben es jetzt morgens. Morgens sieht es auch anders geil aus. Oha. Freunde, wir haben vorher so eine Kokosnuss gefunden. Ich versuche die jetzt aufzumachen. Wird noch ein bisschen gefeiert und morgen werden wir eine Tour zum einer der schönsten Strände der Welt machen. Genau, also freut euch.
Lawine. Ey, meine Füße sind hier komplett drin. Ich fall gleich nach vorne, da sehe ich mich. Das sieht schon geil aus. Diese Aussicht. Sui! Oh, sieht das hier schön aus. Jetzt mache ich es. Also Freunde, wir sind jetzt in so einem afrikanischen Dorf. Ist ein Kindertag hier anscheinend. Geil. Ja, Freunde, wir haben uns gerade so eine Tasche gekauft. Ist mega nice, die Tasche. Auf jeden Fall auch sehr geiles Material. Aber du hast auch eine, die das hier ver- Also ja, den Leuten geht es ja hier gut, aber in Deutschland geht es uns viel besser. Aber es sieht hier trotzdem echt schön aus. Zustände sind für uns eigentlich in Deutschland unvorstellbar. Bei dem Geschäft haben wir diese Tasche gekauft. Oh, a duck.
so schön. Einer der schönsten Strände, die ich je gesehen habe. Sehr schön. Letzter Tag. Freunde, ich bin schon echt traurig, dass, ja, dass das alles hier vorbei ist. Ja. Und ja, morgen Abreise, müssen schon um 9.45 Uhr ist es, denke ich, zum Flughafen. Ja, ich bin etwas traurig, aber jetzt wird noch Fußball gespielt. Ja, Freunde, hier war auch noch ein Bauernhof. Ich will es aber nicht zeigen, weil da die Häschen und so auf schlimmste Weise gehalten werden. Da hinten ist ein Esel. Sieht man vielleicht. Auch nicht so stark gehalten. Da, in dem Häuschen hier, sind noch Hühner. Und da sind halt, hier in dem Häuschen, sind Kaninchen und, wie nennt man das, Pfauen auf grausamste Weise gehalten. Und auch Möwen. Also will ich euch nicht zeigen, der ist einfach krank. Die werden auf so engem Raum gehalten. Das wollt ihr mir nicht glauben. Das ist wirklich traurig, sehr traurig. Freunde, letzter Abend. Jetzt dann gleich letztes Abendessen. Und da hinten ist auch noch mal eine geile Stimmung. Ja, Digga, passend zu meiner traurigen Stimmung, Digga. Ich kann gleich weinen. Aber gönnt euch noch mal diesen Ausblick. Ist das schön. So schön. Gottesanbeterin. Kann ich näher ran? Yo, ich habe noch nie eine Gottesanbeterin gesehen. Was bist du denn? Ich dachte erstmal, das wäre eine Heuschrecke. Ui, die kann fliegen. Und ich bekomme vor jeder Bewegung Angst. Yo, 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 yo. Boah, hier nochmal, wie lang. Oh mein Gott. Die ist ein Drittel vom Handtuch. Was machst du? Ja. Ja. Letzter Tag. Ja, sieht aber so, so schön aus. Sieht so schön aus. Da hinten gehen wir jetzt zur Party. Gemacht.
Oh, ihr, die mag doch die einfach nur. Freunde, wir waren gerade frühstücken. Ich habe nicht gefilmt. Ah ja, der schöne Urlaub ist vorbei. Ich bin echt ein bisschen traurig. Aber ja. Fahren wir zum Flughafen. Wir gehen nochmal mit den Tüchern ins Wasser. Ja, Freunde, das war's dann wohl. Fühlt sich gar nicht geil an. Ja. Ja, Freunde, so, wir haben gerade was getrunken und jetzt geht's ab nach Hause. Wie viele Stunden werden wir unterwegs sein eigentlich? Fast 24, oder? Ja, krass, schon vorbei. Dann müssen wir noch 2 Stunden nach Deutschland fahren. Dann sind wir um 12:30. Und dann erst um 1:30.
Deutschland. So, wir haben gerade Gepäck geholt. Und ja, jetzt geht's ab zu Megis und dann zum Auto und dann nach Hause. Krank. Sehr, sehr krank. Sehr, sehr krank. Nice auf jeden Fall. Wir werden jetzt gleich Megis essen gehen, aber davor müssen wir noch ADAC rufen. Yalla, Abfahrt. Ja, Freunde, ich gehe jetzt pissen. Wir waren gerade essen. Ich war Milchshake trinken. Ja, Freunde. Das war auf jeden Fall ein crazy, crazy Urlaub mal wieder. Auf jeden Fall wollen wir auch nochmal auf die Insel. Aber ja, Freunde, war ein crazy, crazy Urlaub. Jetzt pinkel ich hier noch hin. Und falls euch dieser Vlog gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ja, weil das Ganze zu schneiden wird richtig aufwendig. Ich habe irgendwie 2000 Dateien oder so. Ja, es wird richtig aufwendig. So, ADAC ist da. Also, Freunde, falls ihr euch wundert, weil der ADAC ja da war, wir hatten am Anfang unserer Reise, weil wir ein Parkhaus suchen mussten für die eine Woche, weil wir mit dem Auto gekommen sind, wir hatten wirklich so einen krassen Zeitdruck, dass wir einen Platten dann hatten, sind gegen den Bordstein gefahren. Aber ist auch nicht weiter krass schlimm gewesen, passiert halt in Stress. Aber ja, dann ist halt dann nochmal der ADAC gekommen. Wow, wow, wow. Endlich da. Oh, jetzt erstmal schlafen. Ja, Freunde, und jetzt sitze ich, jetzt denke ich schon fast 2 Monate später, nach diesem Urlaub. Ich denke, das waren die Pfingstferien. Sitze ich hier und habe das Video fertig. Ich weiß nicht, wieso ich eigentlich, also wirklich, das ist eigentlich unerklärlich, warum ich wirklich das nicht hinbekommen habe, direkt nach dem Urlaub das hinzukönnen. Ich sage, es war die Schule, viel zu tun in der Schule, weil 9. Klasse ist ein bisschen struggle. Ist ja auch so das Ausbildungszeugnis, das man dann zeigen muss. Aber ja, ich habe mich gefragt, jetzt nochmal, weil es sind 2 Monate vergangen und ich habe jetzt erst das Video fertig. Und ja, als ich jetzt dieses Video nochmal mir angeschaut habe, ich habe wirklich, ich hätte heulen können, weil es mich einfach so berührt, weil diese Insel, es war so schön dort. Ich denke, ich will da bald nochmal hin. Ja, ich will da auf jeden Fall nochmal hin. Es war, denke ich, sogar die schönste Insel, auf der ich je war. Es waren richtig viele schöne Strände. Ja, ich habe jetzt bezüglich von YouTube habe ich jetzt schon sehr viele Pausen gemacht und ich weiß, es wird immer weiterhin so bleiben. Es werden immer weitere Pausen folgen, weil ich es einfach nicht richtig krass durchziehen kann, weil ich habe einfach nicht so viel Zeit dafür. Jetzt in den Ferien natürlich schon. Es wird hoffentlich werde ich mich da jetzt zusammenreißen, in den Sommerferien einen Vlog kommen, wo wir nach Österreich fahren. Ja, wird auf jeden Fall mega schön. Ich hätte eigentlich auch geplant, ein Trios-Video hochzuladen. Da habt ihr auch einen Short vielleicht gesehen, dass ich eigentlich ein Video hochladen wollte, aber daraus ist nie was geworden, weil ich irgendwie keine Zeit gefunden habe, aber eigentlich die Zeit wirklich hätte. Ja, und ich bin einfach, jetzt nachdem ich dieses Video geschnitten habe, bin ich einfach extrem traurig, weil diese Insel so schön war. Da waren auch extrem viele nette Leute, mit denen ich mich gut verstanden habe. Ich bin auch ein bisschen traurig, dass ich die nie wieder in meinem Leben sehen werde. Ja. Aber ich habe ja euch. Ihr seid eine coole Community. Ich hätte ehrlich vor, ich denke, 3 Jahren sind es schon jetzt, wo ich angefangen habe, YouTube zu machen. Ich hätte mir nicht erträumen können, überhaupt irgendwie eine dreistellige YouTube
ja, Summe zu haben oder wie man das nennt. Ich habe jetzt 364 Abonnenten. Boah, und hätte ich früher weiter durchgezogen, dann hätte ich jetzt safe, wette ich mit euch schon 1000. Aber dadurch, dass auch Schule im Weg stand und so, ja, jetzt sind meine Monitore ausgegangen, dadurch, dass auch Schule im Weg stand und so, ist daraus nichts geworden. Freunde, aber bitte supportet mich doch trotzdem und abonniert doch trotzdem diesen Kanal, es würde mich mega freuen. Mich würde es auch mega freuen, wenn wir vielleicht so krass durchziehen, dass wir in diesen Sommerferien vielleicht schon ein bisschen an den 400 Abonnenten schnüffeln dürfen. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Bis dahin, haut rein und ciao.